Gut versteckte finanzielle Verbindungen zwischen Pharma- und Tabakfirmen. Wir zeigen, wie Tochterunternehmen von Tabakfirmen und Pharmafirmen bei der Produktion von Nikotin-Kaugummis zusammenarbeiteten. Also, noch Fragen? Der Mechanismus ist ganz logisch und ganz einfach. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Alkoholfirma. Sie sind ein Branntweinproduzent und ich hätte Alkoholprobleme. Und Sie haben einen Freund, der ist Pharmaproduzent, der macht Pillen. Und Sie denken sich, dass der Friedrich andauernd mit dem Saufen aufhören will, machen wir folgenden Trick. Lieber Kumpel aus der Pharmaindustrie, wir tun meinen Alkohol in deine Pillen. Ja, und du lässt dem Friedrich die Pillen verschreiben, dann nimmt der Friedrich den Alkohol durch die Pillen zu sich. Und wenn er keine Pillen mehr schlucken will, was macht er dann? Dann säuft er wieder. Einen Raucher mit Nikotinpräparaten entwöhnen zu wollen, ist so absurd, wie wenn Sie einen Alkoholiker mit Weinbrandbohnen entwöhnen wollten. Wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Folgender Vorschlag. Momentan haben wir das im Kopf. Wir rauchen eine Zigarette, dann sinkt der Pegel, dann kriegen wir das Gefühl, wir müssen wieder eine rauchen, dann steigt der Pegel, weil wir wieder rauchen, und dann sinkt er wieder. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt einfach ein kleines Entzügchen machen? Und ich sage jetzt absichtlich Entzügchen, weil das kein böser, gemeiner Entzug ist, sondern, wenn Sie sowas schon mal gesehen haben, bei Alkoholabhängigen, bei Drogenabhängigen, denen geht es richtig schlecht, sondern es geht nur darum, dass wir jetzt gleich eine Zigarette rauchen und dann einfach keine Zigarette mehr rauchen. Und dann wird, wie ich das vorhin gezeigt habe, der Nikotinpegel in den nächsten Tagen so abflauen. Nach ungefähr 12 Stunden wird schon das meiste draußen sein und nach ungefähr 2 Wochen wird der Pegel komplett bei Null angekommen sein. Das heißt, Sie haben einen abflauenden Pegel und wenn Sie den jetzt nicht mehr auffüllen, dann werden Sie natürlich auch keine Entzugserscheinungen mehr haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie sich vielleicht denken, oh Gott, kannst du das nicht reduzieren? Wäre es denn nicht besser, das Rauchen zu reduzieren? Haben Sie das schon mal versucht zu reduzieren? Also, dass Sie zum Beispiel nicht jede Stunde rauchen, sondern nur jede dritte Stunde rauchen? Das ist ein richtig mieses Gefühl. Weil das Jucken immer stärker wird und dann, wenn es besonders dolle juckt, dann kratzen Sie. Oh, und das tut dann natürlich gut. Wenn Sie das Rauchen reduzieren, machen Sie es falsch. Weil das bedeutet, dass durch das Reduzieren der Suchtdruck viel stärker wird und dann belohnen Sie sich durch die Zigarette mit etwas, wovon Sie eigentlich loskommen wollen. Das heißt, so sollten Sie es nicht machen. Das ist der einzig gangbare Weg. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, oh Gott, was ist denn da mit den Entzugserscheinungen? Da haben wir doch diese Stöpsel in den Ohren, da geht es uns doch schlecht, da werden wir doch ein Problem haben. Folgende Frage. Welche Zigarette des Tages ist gleichzeitig die stärkste und gleichzeitig die wertvollste? Das heißt, auf der einen Seite die irritierendste und schlechteste, die Sie gar nicht mehr brauchen, auf der anderen Seite die wertvollste. Welche ist das? Das ist die allererste Zigarette des Tages. Warum? Wir erinnern uns, momentan haben wir Ohrenstöpsel in unseren Nervenohren. Das Nikotin kommt, die Ohrenstöpsel, die sorgen jetzt dafür, dass das starke Nikotin von den Nerven wahrgenommen wird. Sobald das Nikotin abflaut, wird es wieder still im Nerv, wir brauchen wieder die nächste Zigarette. Das normale Acetylcholin wird nicht gehört von den Nerven sozusagen. Das ist das, was wir gerade im Kopf haben. Jetzt, was würde aber passieren, wenn Sie eine Weile keine Zigarette rauchten, wenn das Nikotin also nicht mehr käme? Dann würden sich die Nervenohren fragen, warum da kein Signal ankommt. Und was würden die dann machen? Dann würden die Ohrenstöpsel einfach wieder rausmachen. Und genau diese Situation haben Sie nach einer Nacht drüber schlafen. Wenn Sie 8 Stunden schlafen, wenn Sie 10 Stunden nicht geraucht haben, wie auch immer, dann macht der Nerv Folgendes. Der wird diese Nervenstöpsel rausnehmen aus den Ohren, noch nicht ganz, aber etwa zur Hälfte. Und wenn Sie dann wieder eine Zigarette rauchen, dann kommt es Ihnen so vor, als ist die wahnsinnig stark. Und diejenigen, die Nervenzellen, die noch diese Stöpsel drin haben, die sagen, oh, endlich kommt dieses Zeug wieder, jetzt geht's mir wieder gut. Und jetzt große Preisfrage. Was glauben Sie, wenn Sie am nächsten Morgen wieder eine Zigarette rauchen, was machen die Nervenohren? Die machen sich natürlich diese Stöpsel wieder rein. Und dann haben Sie wieder einen Entzug und füllen nach und haben Sie wieder einen Entzug und füllen nach. Und das machen Sie, wenn es dumm läuft, viele Jahre Ihres Lebens. Aber wenn Sie diesen Entzug jetzt einmal durchmachen, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie am nächsten Tag keine Zigarette mehr rauchen, was werden Ihre Nervenohren machen? Klar, die werden auch die restlichen Ohrstöpsel rausnehmen. Und jetzt? Was wird dann sein?
dann werden sich Ihre Nerven wieder an das Acetylcholin gewöhnt haben und Sie können aus dieser Kettenreaktion aussteigen. Und vielleicht haben das auch schon die ein oder anderen von Ihnen erfahren, dieses Gefühl, wie es ist, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Es gibt ja viele Raucher, die rauchen mal Wochen nicht, mal Jahre nicht und dann fangen sie wieder an über Wochen und Jahre. Und dann hören sie auf und rauchen wieder Jahre und Wochen nicht und dann fangen sie wieder an. Also Raucherperioden, Nichtraucherperioden, Raucherperioden, Nichtraucherperioden. Einfach nur, weil sie in diese Kettenreaktion einsteigen oder aussteigen. Und beides ist gleich leicht. Es ist gleich leicht, in der Kettenreaktion drin zu sein und es ist leicht, aus der Kettenreaktion ausgestiegen zu sein. Das heißt, alles, was Sie nun tun werden, ist gleich nochmal eine Zigarette rauchen und danach einfach keine mehr zu rauchen. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, wie sieht das mit den Entzugserscheinungen aus? Biologisch und psychologisch betrachtet, die biologische Seite der Entzugserscheinungen sind nur ein doofes Gefühl, ein leeres Gefühl der Hände und nichts weiter. Ein leichtes leeres Gefühl im Brust-Bauch-Bereich. Diese biologischen Entzugserscheinungen sind so schwach, dass Sie sie kaum spüren. Sie können ja auch nachts schlafen, ohne dass Sie eine Zigarette brauchen. Also die biologischen Entzugserscheinungen sind schwach und die verschwinden einfach so, das merken Sie in der Regel gar nicht. Häufig besonders knifflig, das sind die psychologischen Entzugserscheinungen. Und das sind nichts anderes als doofe Gedanken. Was ist ein doofer Gedanke? Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Stellen Sie sich mal vor, ich habe in dieser Hand hier eine Zitrone. Eine schöne, reife, saftige Zitrone. Können Sie das vorstellen? Und jetzt nehme ich die mal und schneide die mal in zwei Stücke, die Zitrone. Und jetzt sehen Sie hier, wie diese Zitrone hier, wenn ich drauf drücke, wieder der Saft rauskommt. Der schöne, saure Zitronensaft. Und der fließt hier so die Hand runter. Und jetzt nehme ich hier nochmal ein Messer und schneide nochmal so einen Schnitz daraus. Und jetzt habe ich hier einen großen, sauren Zitronenschnitz. Und Sie merken, was ich gleich machen werde. Ich werde diesen Schnitz jetzt in meinen Mund führen. Und wenn Sie schon mal in so ein Ding reingebissen haben, wissen Sie ungefähr, wie ich mich jetzt fühle. Und jetzt werde ich diesen Schnitz nehmen und das hier reinbeißen. Warum verziehen Sie jetzt Ihr Gesicht? Warum haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie etwas Saures im Mund haben? Weil ich jetzt nur durch eine Geschichte bei Ihnen im Kopf einen Bimmel-Sabber-Reflex ausgelöst habe. Ich habe ein Bild kreiert und Sie haben sogar biologisch auf dieses Bild reagiert, obwohl das ein psychologischer Auslösereiz gewesen ist. Und da kommen wir zum eigentlichen Problem, denn mit dem Rauchen aufzuhören ist auch wieder eine Frage unseres inneren Schweinehundes. Und zwar ist der süße kleine Günther hier, wenn es an das Thema Rauchen aufhören geht, nicht mehr so klein. Günther ist jetzt gewachsen, jetzt ist er riesig groß geworden. Und er sagte, das geht doch gar nicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie soll das funktionieren hier? Du bist ein Raucher, du warst immer schon ein Raucher. Oh Gott, du kannst doch nicht ohne die Zigarette leben. Und genau hier kommt das eigentliche Problem. Denn wenn wir anfangen, diese Zigarette als einen kleinen Freund zu betrachten, also wenn wir sagen, oh Gott, nie wieder rauchen, oh Gott, du warst eine Stütze in schweren Tagen, dann kommt der Günther und sagt, hör auf, du kannst nicht aufhören, du brauchst diese Zigaretten dein Leben lang. Und dann kommen wir in richtiges psychologisch fieses Fahrwasser, weil wir jetzt ein Verlustgefühl empfinden. Aber dieses Verlustgefühl ist rein psychisch. Weil wir können uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir etwas loslassen und dass wir etwas nie wieder haben werden. Oder wir können uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt etwas Schönes erleben werden. Wir können so Dinge sagen wie, hey, du darfst nie wieder rauchen, du musst aufhören. Dann sagt der Günther, hey, du musst gar nichts machen. Wir können uns jetzt Dinge sagen wie, hey, du darfst nicht krank werden, du musst gesund werden. Da sagt der Günther, hey, du darfst krank werden, wann immer du willst. Hey, du darfst nicht dein Geld verbrennen, du musst reich werden. Sagt Günther, hey, du darfst dein Geld verbrennen, wofür du willst. Wir können sagen, hey, du darfst nicht stinken, du musst gut riechen. Ja? Dann sagt Günther, hey, du darfst stinken, so viel du willst. Hey, du darfst nicht abhängig sein, du musst frei sein. Sagt Günther, du hast die Freiheit, abhängig zu sein. Aber was passiert, wenn wir diese Formulierungen umdrehen? Wenn wir sagen, hey, du musst nicht mehr stinken, du darfst gut riechen. Hey, du musst nicht abhängig sein, auch du darfst frei sein. Du musst nicht krank werden, auch du darfst gesund sein. Du musst dein Geld nicht verbrennen, auch du darfst reich sein und du musst überhaupt nicht rauchen. Du darfst jederzeit damit aufhören.
Wo ist dann der innere Widerstand? Der ist weg. Der Einzige, der Sie zum Rauchen bringt, das sind Sie selbst. Und zu glauben, Sie müssen in all diesen Situationen rauchen, das ist eine Illusion, denn Sie müssen es nicht. Und wir können uns selbstverständlich umgewöhnen, wenn Sie umziehen oder wenn Sie Ihre Küche neu gestalten und die Kaffeetasse ist nicht mehr links im Schrank, die ist da jetzt rechts, dann gewöhnen Sie sich ja auch daran. Wenn Sie statt ein rotes Auto jetzt ein grünes Auto fahren, dann laufen Sie vielleicht am Parkplatz noch zweimal an ein rotes Auto hin und suchen danach, aber bald werden Sie sich daran gewöhnt haben, dass Sie jetzt ein grünes Auto haben. Und das ist das, was wir jetzt mit unserem inneren Schweinehund die nächsten Tage machen werden. Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, geht es nur darum, all diese Zigarettensituationen ohne Zigarette zu erleben. Also Sie entknüpfen quasi die Auslösesituation mit den Zigaretten und dann werden Sie die biologische Seite der Sucht los. Beispiel. Angenommen, Sie müssen nachher Auto fahren, dann steigen Sie in Ihr Auto ein und vielleicht haben Sie jetzt noch im Kopf die Stimme, die Ihnen sagt, hey, Autofahren heißt, da musst du rauchen. Und jetzt denken Sie sich, hey, ich bin doch kein Pavlovscher Hund. Und Sie werden Auto fahren und Rauchen bewusst entknüpfen, indem Sie sich im Auto keine Zigarette anzünden. Und Sie werden feststellen, das Auto fährt trotzdem. Und sobald Sie das nächste Mal in ein Auto einsteigen, dann werden Sie sich wieder überlegen, hey, ich bin doch kein Pavlovscher Hund und das Auto fährt schon wieder. Und das machen Sie dreimal, viermal hintereinander und plötzlich hat Autofahren nichts mehr mit Zigarette zu tun. Das Gleiche werden Sie morgen früh machen, der erste Morgen ohne Zigarette, daran denken, hey, ich rauche jetzt keine. Das machen Sie zweimal, dreimal und plötzlich hat der Morgen nichts mehr mit dem Rauchen zu tun. Das Gleiche machen Sie mit dem Kaffee, einmal, zweimal, dreimal. Sie werden feststellen, der Kaffee, der schmeckt auch ohne Zigarette. Sogar aufs Klo werden Sie gehen können, ohne zu rauchen. Sie werden nicht platzen, vertrauen Sie mir. Auch auf der Party wird es so sein. Sie werden auf eine Party gehen. Und ganz wichtig, Sie sollen auf eine Party gehen. Übrigens, Sie sollen all diese Situationen erleben. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dann müssen sie ihre Rauchersituationen, ihre Rauchauslöser vermeiden. Wie bitteschön wollen sie denn ihr ganz normales Leben vermeiden? Das geht nicht. Nein, gehen sie auf eine Party, trinken sie auch ruhig mal ein Bier, wenn sie Bier trinken. Aber entkoppeln sie diese ganzen Verknüpfungen. Je mehr dieser Verknüpfungen sie jetzt in den nächsten Tagen entkoppeln, desto leichter wird es ihnen fallen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und übrigens, gute Nachricht für alle, die besonders viel Zigaretten rauchen. Wenn Sie so einer von diesen 30, 40, 50 Zigarettenrauchern am Tag sind, dann werden Sie all diese Situationen innerhalb von ein, zwei Tagen alle erlebt haben und werden die biologische Seite der Sucht loswerden. Die Frage ist, wie Sie das mental verkraften. Und das bedeutet nur, wie Sie es mental verarbeiten. Und jetzt denken Sie bitte an diese Zitrone. Sie haben, nachdem ich das erzählt hatte, nicht mehr an den sauren Geschmack in Ihrem Mund gedacht. Und zwar nicht deswegen, weil ich Ihnen gesagt hätte, du darfst da nicht mehr dran denken. Denk nicht an eine Zitrone. Ja? Es ist so bescheuert, wie wenn ich Ihnen sage würde, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Ja? Denken Sie nicht an ein gelbes Feuerwehrauto. Ja? Das geht gar nicht. Unser Gehirn kann das nicht, die Verneinung, nicht denken. Was ich gemacht habe, ich bin einfach mit dem Thema weitergegangen, habe etwas erzählt und Sie haben nicht mehr an Ihren Speichelfluss im Mund gedacht. Genau das Gleiche machen Sie in all Ihren Zigarettensituationen. Also nicht sagen, oh Mensch, Stress, da brauche ich normalerweise eine Zigarette. Och Gott, du armer Freund, du bist nicht mehr da. Sondern sagen Sie, cool, klopfen Sie sich auf die Schulter. Sie haben Stress, ohne zu rauchen. Das machen Sie einmal, das machen Sie zweimal, das machen Sie dreimal. Prima, ja. Loben Sie sich, anstatt dass Sie sich da irgendwo einen Stress machen. Freuen Sie sich darüber, dass Sie nicht mehr rauchen. Sie brauchen für die Zigarette keinen Ersatz. Und damit kommen wir schon zum ganz wichtigen nächsten Punkt. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, wenn du eine Sucht los wirst, dann nimmst du zwangsläufig die nächste Sucht an. Und da kommen wir dann zum nächsten Problem. Weil es gibt Menschen, die fangen jetzt an, in bestimmten Situationen zu essen, zu naschen. Also, angenommen, hier ist das Essen. Telefon, ja, früher geraucht, jetzt dürfen wir nicht mehr rauchen, was machen wir? Wir essen einfach währenddessen. Kleinigkeit. Früher beim Stressen der Arbeit geraucht, jetzt Stressen der Arbeit wird eine Kleinigkeit genascht. Früher haben wir vielleicht zum Kaffee eine Zigarette geraucht, jetzt nehmen wir so ein bisschen Amaretini dazu. Und was passiert? Sie werden sofort das eine Verhalten durch das andere Verhalten ersetzen. Und jetzt wird es knifflig, weil Sie jetzt natürlich mehr Kalorien zu sich nehmen und auf diese Weise auf die Dauer hinweg ein bisschen dicker werden.
Das heißt, das sollten Sie nicht tun. Und selbst wenn Sie in diesen Situationen das Gefühl haben, Sie müssten irgendetwas machen, machen Sie nicht irgendetwas außer nicht rauchen. Sie brauchen für die Krankheit des Rauchens keinerlei Ersatz. Ja? Wenn Sie frisch aus dem Gefängnis kommen, dann gehen Sie auch nicht erst zu Obi und kaufen sich Gitterstäbe fürs Wohnzimmerfenster. Sie freuen sich über Ihre neu gewonnene Freiheit und sagen, super, geht's mir. Und genau das ist der Punkt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie noch eine Sache im Hinterkopf haben. Gerade dieses Thema Gewicht. Und auch hier gibt es eine ganz einfache Erklärung, wie Sie mit dem Rauchen aufhören, ohne zuzunehmen.